Und in unserem Tagesgespräch begrüße ich ganz herzlich den Bundestagsfraktionsvorsitzenden der Linken, Gregor Gysi. Guten Morgen, Herr Gysi, nach Eisleben. Ja, guten Morgen, Frau Schöning. Herr Gysi, der Bundestag hat am vergangenen Freitag in, man kann sagen, seltener Einigkeit den Fiskalpakt und den ESM mit Zweidrittelmehrheit beschlossen. Ihre Partei hat umgehend Sand ins Getriebe gestreut, indem Sie mehrere Klagen beim Bundesverfassungsgericht eingereicht haben. Haben Sie dabei nicht das Gefühl, wichtige Entscheidungen für die Zukunft Europas zu behindern? Ich glaube im Gegenteil, wir werden eher dafür sorgen, dass die endlich mal getroffen werden, die wichtigen Entscheidungen. Das Grundgesetz ist geschrieben worden 1949, da hat doch noch niemand an eine europäische Föderation gedacht. Und die Regierung versucht über Hintertüren und mit Tricks über eine Fiskalunion Schritt für Schritt so eine Art europäischer Föderation aufzubauen. Das ginge nur nach Artikel 146 des Grundgesetzes, in dem eine neue Verfassung geschrieben wird, die durch Volksentscheid angenommen wird. Das geht nicht so trickreich, wie sich dass die Politiker der anderen Parteien gegenwärtig vorstellen. Abgesehen davon halten wir eben die Verträge auch für grundgesetzwidrig. Und ich kann doch nicht zusehen, wenn das Parlament nach unserer Auffassung grundgesetzwidrige Verträge beschließt. Schauen wir uns etwas konkreter an, worum es Ihnen geht. Geht es Ihnen bei den Klagen eher darum, die Demokratie zu retten, eine neue Verfassung anzusteuern oder die Europapolitik der Bundesregierung zu konterkarieren oder vielleicht alle drei Punkte zusammen? Ja, es geht um alles. Ich finde ja auch die Europapolitik ganz falsch. Ich sag's mal ganz einfach, wenn ich meiner Nachbarin Geld leihe, will ich auch deshalb, auch aus anderen Gründen, dass es ihr gut geht. Und die Bundesregierung organisiert in Griechenland und überall, dass es den Leuten immer schlechter geht. Das Ergebnis ist, das ganze Geld ist in den Sand gesetzt. Das muss schon mal gedreht werden. Aber hier geht es konkret um folgende Fragen. Es wird durch den Vertrag beschränkt, die Neuverschuldung, auch Deutschlands. Es wird geregelt, dass wir von den Altschulden pro Jahr einen bestimmten Betrag abzubauen haben. Es wird geregelt, dass es automatisch Sanktionen gibt. Das alles schränkt die Handlungsfähigkeit des Bundestages ein. Er darf da gar nichts anderes beschließen, es sei denn, er verhält sich völkerrechtswidrig. Und das geht auf gar keinen Fall. Der Artikel 20 darf nicht geändert werden. Und die Budgethoheit des Bundestages ist eine Grundlage des Artikel 20. Das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach gesagt. Und wenn ich die Rechte des Bundestages einschränke, schränke ich auch das Wahlrecht der Bürgerinnen und Bürger ein, weil die mich ja dann wählen in dem Wissen, ich habe in diesen Bereichen gar nichts mehr zu entscheiden. Und das geht alles nicht. Und das alles muss meines Erachtens vom Bundesverfassungsgericht geprüft werden. Wie schätzen Sie da die Chancen ein, also beides, ESM wie Fiskalpakt auf juristischem Wege doch noch stoppen zu können? Also, Sie müssen wissen, unser Prozessbevollmächtigter hat mal den Worst-Case-Fall ausgerechnet. Dabei kam heraus, dass Deutschland inzwischen im Worst-Case-Fall für 2 Billionen Euro haftet. Das können wir gar nicht bezahlen. Punkt. Das ist einfach das Ende der Fahnenstange erreicht. Das geht alles nicht. Also, ich sage mal, spannend wird, ob das Bundesverfassungsgericht mit dem Bundespräsidenten Übereinstimmung herstellt und sagt, bevor über die Organklage und die Verfassungsbeschwerden nicht entschieden ist, solange wird er auch nicht unterschreiben. Das wäre gut. Wenn die keine Verständigung diesbezüglich in den nächsten 2-3 Wochen bekommen, dann müsste das Bundesverfassungsgericht tatsächlich eine einstweilige Anordnung erlassen, dass beide Verträge nicht unterschrieben werden dürfen. Auch das wäre spannend, wenn es dann geschehe. Und dann wird es schon einige Monate dauern, bevor wir eine Verhandlung haben. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, die rote Haltelinie ist überschritten worden, so geht es nicht. Wenn, dann müssen die Parteien einen anderen Weg finden. Man kann nicht durch die Hintertür, sage ich mal, die Europäische Föderation einführen. Man kann nicht durch die Hintertür den Bundestag mit zentralen Fragen entmachten. Und genau das geschieht gegenwärtig. Und dann, wenn ich darauf noch hinweisen darf, nicht einmal zugunsten des Europäischen Parlaments, sondern auch noch zugunsten der Regierung. Das geht nun schon überhaupt nicht. Allerdings, das interessiert das Bundesverfassungsgericht nicht. Das prüft nur, ob überhaupt es rechtmäßig ist, dass diese Funktion des Bundestages abgegeben werden. Gregor Gysi, ganz herzlichen Dank für das Tagesgespräch hier heute bei Phoenix an diesem Montagmorgen.